Hey Freunde, ich bin's Benedikt von mir für die Alte. Herzlich willkommen zum Alte Live. Schön, dass ihr am Start seid. Ich sehe schon, einige von euch sind schon am Start. Deswegen herzlich willkommen, auch wenn ihr später einschaltet. Herzlich willkommen. Freitag, 19 Uhr, Alte Live, wie immer. Heute eine ganz besondere Ausgabe. Es ist wirklich ein Meilenstein, würde ich fast sagen. Ihr habt zum Titel gesehen. Ich stelle euch heute eine Uhr vor, die ihr oder wir alle nur bei Altair kaufen können. Wir haben da eine Weile dran gearbeitet. Ihr wisst das, ihr habt das ein bisschen begleitet. Wir mussten euch ein bisschen auf die Folter spannen, aber heute ist es soweit. Heute stelle ich euch unsere, ja, Altair Community-Uhr vor. Aber bevor ich damit starte, ihr kennt das, wir wollen uns an unseren Ritualen festhalten. Wir starten mit dem Wrist-Check. Schreibt's rein, ein paar habe ich schon gesehen. Ich freue mich mega. Haut raus, haut in die Tasten. Jeder gerne mitchatten. Ich gehe heute mit der Omega Aquaterra, der Seamaster, ins Wochenende. Wunderschön, hier in Köln scheint die Sonne und ich freue mich auf ein entspanntes Wochenende. Aber noch mehr habe ich mich tatsächlich den ganzen Tag auf das Altair Live gefreut. Weil es einfach, ja, es ist einfach was Besonderes. Haut gerne raus. Ich sehe schon, die Kommentare fliegen rein. Wir starten natürlich auch mit dem Bierchen. Auch das darf nicht fehlen. Gute Woche gehabt. Belohnen wir uns für die harte Arbeit tatsächlich. Liebe Grüße auch an alle Kollegen, die einschalten. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir starten damit ins Wochenende. Also zum Wohl, auf ein gutes Wochenende und auf die Community-Uhr. So. Super. Ja. Wie gesagt, Community-Uhr. Ich habe euch ein bisschen auf die Folter gespannt und will eigentlich gleich direkt auch einsteigen. Ich würde sagen, ich gehe kurz durch die Wrist-Checks durch, guck mir an, was ihr am Handgelenk tragt. Die fliegen rein, ich freue mich mega. Ich sehe hier vom Dark Rudolf die Gentleman Hammer-Uhr, sehr, sehr coole Wahl. Baba Cro Ante mit der PX am Handgelenk, auch super. Wir haben hier Tissot ist am Start. Was haben wir noch am Start? Wir haben eine Oris Aquis Date Relief, richtig schöne Uhr auch. Gefällt mir super. Hallo zusammen. Guten Abend aus dem Ruhrgebiet, aus der ganzen Republik und wahrscheinlich auch über die Grenzen Deutschlands hinaus. Ich freue mich. Ich freue mich wirklich und bem-vindo para Brasil. Guten Abend. Große Ereignisse werfen ihren Schatten voraus. Ja, also ich freue mich ja, dass ihr das antizipiert und euch genauso sehr freut wie ich. Klasse. Oh, der Wolper mit einer IWC am Start. Wunderschön. Tolle Marke. Tolle Marke. Klasse. Also, ich würde sagen, wir steigen auch einfach mal direkt ein. Es ist eine Altair Community-Uhr. Warum sage ich das? Warum ist das wirklich eine Community-Uhr? Wenn ihr nicht wärt und wir nicht so eine starke Community hätten, dann hätten wir gar nicht die, ich sag mal, Relevanz, dass Breitling mit uns eine gemeinsame Uhr macht. Ihr habt es letzte Woche vielleicht schon gesehen. Es handelt sich um eine Breitling und Breitling hat sich extrem dynamisch gezeigt. Wir haben ein bisschen mit denen hin und her designt und gesprochen, was könnte es sein, wie können wir es verpacken, was passt auch zu Altair gewissermaßen und was würde euch natürlich freuen, ist uns ja ganz wichtig. Aber ohne euch wäre das Ganze nicht möglich. Deswegen ist es gewissermaßen auch unsere gemeinsame Uhr. Altair hat noch nie eine Altair Limited Edition gemacht und das ist heute eben eine Premiere an der Stelle. Deswegen gewissermaßen auch ein Meilenstein und dass eine Marke wie Breitling auf uns aufmerksam wird und sagt, hey, das ist eine coole Sache. Das, was die da machen, gefällt uns richtig gut. Das ist euer Verdienst tatsächlich und deswegen ein kleines Dankeschön und das ist unsere Uhr. Und ich hoffe sehr, dass ihr euch genauso darüber freut wie ich. Ich würde sagen, ich spanne euch gar nicht länger auf die Folter. Wir gucken uns einfach ein Unboxing an. Und ich würde sagen, ihr könnt ja gerne schon mal reinschreiben, was ihr denkt, was die Ziffernblattfarbe ist. Ihr habt es gesehen, letzte Woche haben wir darüber gesprochen. Es ist eine Breitling Super Ocean, eine der klassischsten und auch robustesten Taucheruhren tatsächlich, die es so gibt. Es ist eine 42 mm Variante, 1957 vorgestellt, also eine lange, lange Geschichte mit dem professionellen, sportlichen Lifestyle im Hinterkopf. Und ich glaube, dass wir hier eine Konfiguration gefunden haben, die genau diesem Menschentyp gefällt. Film ab. So sieht das aus, wenn ihr eure Breitling aufmacht. Das ist das schöne Lederpouch. Gibt auch noch ein recyceltes Packaging, aber wir hier im Leder unterwegs. Und jetzt kommt der Showdown. Wirklich schöne Box, auch praktisch zum Reisen, gute Größe. Und hier ist die Super Ocean in einem Sea Green. Es ist ein Seegrün. Wunderschön. Uns gefällt es richtig gut. Wir sind super happy, dass wir diese Konfiguration bekommen haben.
in Kombination mit einer schwarzen Lünette. Die Lünette ist das normale Kunststoff-Inlay und wir haben hier wirklich in der Kombination mit dem roten Sekundenzeiger, finde ich, wirklich eine sehr, sehr coole Konfiguration hinbekommen. Hier noch so ein Lünettenschutz drauf, wenn das von Breitling kommt. Und ich finde wirklich, das passt meines Erachtens mit den Indizes, mit den arabischen Ziffern. Sehr eigener Stil. Hier seht ihr also auch die Schließe, was sehr robust ist. Die muss man hinten öffnen, damit es einfach von der Hand geht. Das Armband ist was ganz Spezielles. Wir haben bei der Super Ocean, haben wir bei wenig anderen Uhren diese schrägen Glieder. Gucken wir uns gleich auch nochmal an. Aber hier wirkt nochmal dieses schöne Grün. Mir gefällt es einfach super. Ihr seht das Schwingen-Logo. Das wird den einen oder anderen wirklich freuen. Eine gute Höhe. Wir haben hier 13,3 mm in der Höhe. 500 Meter wasserdicht. Also das ist eine richtig robuste Uhr, mit der man alles machen kann. Hier seht ihr die schrägen Glieder, eine Sicherheitsfaltschließe. Da geht nichts auf. Die ist robust. Das ist Breitling-Qualität. Das kennt ihr. Ich zeige euch noch das Ziffernblatt. Hier geht ihr nochmal rein. Hier sehen wir nochmal dieses wunderschöne Grün. Wir nennen es Sea-Grün. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, geguckt, welcher Grünton das ist. Es ist ein mattes Grün. Es ist ein relativ blaues Grün tatsächlich. Und es wird Sea-Grün genannt, weil es daran erinnert, wie das Wasser nah an der Küste ist im Meer. Ich zeige euch da gleich gerne nochmal ein Bild. Wunderschön. Und wenn ihr hier auch noch das Finishing seht, ne, ist eine Breitling, das sieht man einfach an allen Ecken und Enden. Das Finishing ist erstklassig und gefällt richtig gut. 500 Meter, der Super Ocean Schriftzug ist wunderschön, wie ich finde. Was ganz, ganz Besonderes. Die 42er hat kein Helium-Auslassventil, das haben nur die größeren, die mit den 1000 Meter Wasserdichtigkeit. Aber ja, wie gefällt sie euch? Schreibt mal raus. Ich glaube, ich weiß, ein paar von euch haben das ein bisschen antizipiert, dass es grün wird, weil der Trend ja auch dahin geht. Ich bin letztes Jahr im Mai tatsächlich schon schwach geworden bei grünen Uhren und der Trend begleitet uns tatsächlich. Und gerade in der Kollektion haben wir das bisher auch noch nicht gesehen, in der Kombination zumindest mit der schwarzen Lünette und dem grünen Blatt. Finde ich was Besonderes. Die schwarze Lünette hat uns sehr gut gefallen mit dem Inlay. Und ja, und ein ganz besonderes Grün, wie wir finden. So, Frage kommt, hat Breitling euch beim Design freie Hand gelassen? Wir haben mit Breitling zusammengearbeitet. Die haben Vorschläge gemacht, wir haben Vorschläge gemacht, haben nochmal geschliffen, haben uns inspirieren lassen, auch von anderen Farben. Die Farbe gibt es ja so aktuell bei Breitling nicht im Sortiment. Die haben sie extra für uns gemacht in der Kombination. Und das, also wir konnten uns das dazu wünschen, haben auch nochmal die Zeigerfarbe angepasst, die wir gerne dazu hätten. Also da hatten wir schon eine gewisse Freiheit. Genau, der Räuber schreibt es vom Rhein, Binnenwassertaucher, ne? Ist ganz schick, ja. Genau, zum Tauchen absolut geeignet, wie gesagt, 500 Meter Wasserdichtigkeit, die sprechen da für sich. Richtig, richtig cool. So, was schreibt ihr noch so rein? Eigentlich konnte der Andreas keine grünen Ziffernblätter mehr sehen. Ich weiß, du hast es auch letzte Woche geschrieben, dass du das Grün, aber ich hoffe, dass es euch gefällt, weil dieses Grün gibt es in der Variante, finde ich ehrlich gesagt nicht. Und das wirkt auch nochmal, ich zeige sie euch jetzt nochmal hier in Real Life. Hier seht ihr sie. Sie wirkt tatsächlich anders sie wirkt schön. Also es kommt wirklich aufs Licht an, wie es reinfällt. Und ich habe ein Bild, das wollte ich euch mal zeigen, wenn man so über dieses Sea-Grün spricht. Ich zeige euch einmal dieses Bild hier, wenn ihr so von oben auf so ein Grün guckt, dann zeige ich euch das jetzt noch hier an der Seite. Da seht ihr, das ist so ein bisschen der Grünton. Es ist einfach, ja, ich finde es einfach schön. Es erinnert so ein bisschen an Meer, es erinnert an das, wofür die Super Ocean ja steht. 1957 eben gestartet diese Kollektion, hat sich über die Zeit verändert. Hier das robustere Design, was ganz, ganz Besonderes, wie ich finde. Kleines Hands-on für euch, dass ihr euch mal angucken könnt, nochmal, wie sie wirkt hier in den Shots. Ich finde das sehr, sehr schön getroffen. Die gefällt mir richtig gut. Je länger ich sie mir angucke, desto mehr gefällt sie mir. So, ich sehe gerade, klasse schick. Da aktuell sehr viel auf Grün gehen, wäre es etwas ausgefallen, ist interessant gewesen, ein leichtes Türkis. Ja, so ein Türkis eher das Karibikgrün. Ein Weihnachtsgrün, das finde ich cool. Hier seht ihr nochmal die Dicke, ne? Knapp über 13 mm, was für ein Gehäuse, was bis 500 Meter wasserdicht ist, wirklich eine gute Leistung ist. Insgesamt die Super Ocean ein wirklich beliebtes Modell, weil es auch einfach so universell ist und trotzdem sehr eigenständig. Das sind Indizes und Ziffern, die man sonst eben nicht so häufig sieht. Und auch der Zeigersatz, ich finde die Lesbarkeit klasse. Natürlich verschraubte Glieder, das ist Breitling-Qualität hier, auch die Schließe ist super robust. Und zu den alternativen Bändern sage ich gleich natürlich gerne auch noch was. Da machen wir natürlich ein
ansprechenden Deal, hoffentlich. Also schauen wir mal. Genau, das auf dem Bild war die alte Yacht, wahrscheinlich. So. Farbton sehr gelungen, das freut mich sehr, das freut mich sehr. Nimmst du dir selbst eine? Ich habe mich schon selber tatsächlich auf die Liste geschrieben. Sehr, sehr interessant. Wir haben auch schon tatsächlich da eine kleine Interessentenliste nach letzter Woche. Also es gab ein paar von euch, die gesagt haben, jo, finde ich spannend, cool. Gibt schon ein paar Nummern, die reserviert sind. Denn das ist noch ein Thema. Die Uhr ist limitiert. Wir sind limitiert auf 100 Stück. Exklusiv bei Altair. Also das ist das, was ich meinte. Diese Kombination wird es nur bei uns geben und das auch nur 100 Mal. Was wirklich was Besonderes ist. Und ja, ich hoffe, das freut euch. Exklusiver Zugang natürlich für die Altair-Community. Ihr hört es gerade als erstes, ne? Es gibt keinen anderen, der diese Uhr schon gesehen hat, außer natürlich Altair intern. Und der Thomas schreibt rein, er ist begeistert. Das ist doch klasse. Yes, das freut mich. Schließe mit Größenverstellung, nein, es gibt eine Feinjustage von 3 kleinen Löchern, da kann man feinjustieren, aber die Glieder an sich sind vor allem hier am Ende relativ klein, da kann man ganz gut justieren. Also wir sind bisher, glaube ich, keine Probleme mit aufgetreten, der Feinverstellung. Ein Altair-Logo gibt es tatsächlich nicht, das ist vielleicht dann was für die nächsten Varianten, da müssen wir noch drauf achten, das haben wir in der Kombination nicht. Ich zeige euch aber mal, wie die Uhr von unten aussieht, damit ihr einmal sehen könnt, was da drauf steht. Hier zeige ich euch, also das ist der normale verschraubte Boden, es geht hier, ist natürlich ein Chronometer, was hinten drauf steht und die 100 von 100, das Modell, was ich hier liegen habe, ist eben die Nummer 100 und ihr seht hier also, das ist nicht eine One-Off, wie das heute sonst oft ist bei Breitling, zum Beispiel bei der Top-Time war das so, sondern das ist wirklich eine durchnummerierte Variante, wo ihr euch eure Wunschnummer tatsächlich aussuchen könnt. Und ja, das finde ich eben cool. Das hat man heute nicht so oft und vor allem nicht, ja, wenn es von einem Juwelier kommt, ne? Ich hoffe, das gefällt euch. Was schreibt ihr noch so rein? 100 Stück, das ist wenig. Ja, wenn es gut einschlägt, dann machen wir gerne die nächste Variante ein bisschen größer. Aber jetzt erstmal, um abzutesten, ob das überhaupt funktioniert, ob ihr überhaupt Interesse daran habt, ich sag mal, sowas, so ein Unikat, sowas Spezielles zu kaufen. Schauen wir mal, wie es letztendlich ankommt. So, dazu kommt noch eine Info. Ich zeige euch das noch ganz kurz mal eben, wie sie am Handgelenk wirkt. Ich glaube, das gefällt euch auch sicherlich richtig gut. Ich finde den Wristshot sehr gelungen und die Farbe einfach. Also sieht auch die Größe, ne? 42 mm. Lack-to-Lack sind wir hier bei 50,4 mm, also knapp über der 50. Dabei sind die Hörner aber schon nach unten gebogen, was die Uhr zu einem guten Fit bringt. Und ich finde einfach die Kombi wirklich auf dem Ziffernblatt und der Keramiklinette. Ja, gefällt mir schon richtig gut. Aber ja, das zu den Dimensionen. 500 Meter wasserdicht, natürlich verschraubte Krone. Perfekter Begleiter zum Schwimmen, Surfen oder Tauchen. Dafür ist die Uhr ja eigentlich gemacht zum professionellen Tauchen. Datumsfunktion, aufs Uhrwerk komme ich gerne gleich auch noch zu sprechen. Praktisch da auf 3 Uhr, super schick. Viel Luminova zur guten Lesbarkeit. Und ja, ich weiß nicht, ich finde das passt. Wir haben hier ein Breitling 17 Automatikwerk drin. Das ist eine ETA 2824 Basis, aber natürlich auf Chronometerstandard und einreguliert von Breitling selber auf plus 6 beziehungsweise minus 4 Sekunden pro Tag. 38 Stunden Gangreserve und dazu kleine Info. Ich habe eben noch mit dem Nico telefoniert. Nico meinte, er würde persönlich jede einzelne von den Uhren vorher auf den Uhrenbeweger legen und sicherstellen, dass das unserem Qualitätsstandard entspricht. Weil es eben eine Altair-Uhr ist, legt er da sehr, sehr großen Wert drauf, sodass ihr euch sicher sein könnt. Wenn ihr die Uhr kauft, dann hat der Nico da seine Hände dran gehabt. Und dann kriegt ihr auch so ein kleines Kärtchen mit einer Nummerierung und einer Unterschrift auch vom Nico, dass die Werkstatt das eben geprüft hat. Was ich cool finde, ich hoffe, wir wollen da so ein bisschen was Besonderes draus machen. Ich komme gleich auch nochmal auf hier das Survival Kit zu sprechen. Das habe ich euch ja letzte Woche schon gezeigt, wo wir so ein bisschen auch ja die Extrameile gehen wollen. Das hat Breitling geliefert und wir würden da gerne auch noch was zusteuern für die, die jetzt am Anfang gerne zuschlagen würden. Ja. So, was haben wir noch? 100 Stück bleibt exklusiv, genau so ist es.
Henry schreibt es gerade rein, Spannung steigt, alle denken über den Preis nach. Also ganz kurz nochmal hier, wo stehen die freien Nummern? Die freien Nummern, die tracken wir tatsächlich in einem Google Sheet. Ich habe eine kleine Anfragestrecke für euch vorbereitet, sodass ihr nicht irgendwie E-Mails schreiben müsst oder sowas, sondern einfach nur ein Formular ausfüllen und dann kurz eure Infos eingeben, eure Wunschnummer eingeben, gerne auch dann abschicken und dann kommen wir auf euch zu und dann machen wir First Come, First Serve. Also wir haben ein paar Zahlen, die schon belegt sind. Die 1, die 2, ich glaube die 21, die 100 sind ein paar, die von letzter Woche, wo ein paar von euch schon angefragt haben. Danke auf jeden Fall dafür, für den Vertrauensvorschuss tatsächlich. Hoffen, dass euch die Uhr auch gefallen hat. Okay, was habe ich noch? Und zwar, genau, geprüft durch Nico. Der ist übrigens nächste Woche hier. Der kommt zum Live dazu. Heute ist er leider verhindert. Trotzdem liebe Grüße. Aber nächste Woche, und der legt hat heute die ersten paar Varianten auf den Uhrenbeweger gelegt, sodass er uns in einer Woche schon Erfahrungsergebnisse mitbringen kann. Und wir ja gemeinsam drauf schauen, ob das auch alles so richtig läuft. Und jetzt, bevor ich den Preis nenne, ich weiß, ihr wollt ihn alle hören, Community-Start-Deal, worum geht's? Das ist eine Community-Uhr, ich bringe sie hier zum ersten Mal mit und ich will, dass ihr auch wirklich was davon habt. Deswegen Wunschnummer, die ihr euch aussuchen könnt, was nice ist. Das Survival-Kit zeige ich euch kurz, also hier, das ist es ist eine Surf-Uhr, es ist eine sportliche Uhr und dazu gibt's hier das Survival-Kit mit dem Muskel-Massageöl quasi. So ein Shark Bite Band-Aid, was cool ist. Falls ihr surft, gibt's hier einen Wachs. Ich weiß nicht, ich glaube, damit kann man sich tatsächlich auch die Haare so färben, wenn man dann in die Sonne geht. Das müsst ihr erstmal recherchieren und sprecht dann mit eurem Friseur vorher drüber. Und Hydrating Aftersun, das kann jeder gebrauchen, wenn es auf den Sommer zugeht. Aftersun, oftmals, wenn man viel am Wasser ist oder sowas, dann wird's ja, rot im Gesicht. Außerdem Econyl NATO Strap, das haben wir uns heute noch überlegt. Wir würden euch gerne zu Beginn die ersten paar Anfragen aus der Community, wir würden da noch das Econyl NATO Strap draufpacken. Ihr kennt das vielleicht, Kelly Slaters Company erstellt die kommen aus Fischnetzen, was ich mega cool finde, weil die Hälfte des Plastikmülls im Ozean tatsächlich aus Fischnetzen kommt. Zu jeder gekauften Uhr geben wir ein Econyl NATO Strap dazu, was die Uhr im Prinzip neben dem tollen Stahlband dann nochmal komplett anders erscheinen lässt. Und genauso würden wir ein Breitling Kautschukband, die für ihre Qualität bekannt sind, dazu tun, inklusive der Dornschließe. Das kommt alles zusammen und macht den Community-Deal quasi perfekt. Wo liegt die preislich? Die liegt preislich bei 4.290 Euro für diese Gesamtkombination, für die limitierte Uhr, geprüft von unserem Uhrmachermeister und das Gesamtpaket mit den zwei Bändern, dem Survival-Kit und einer Uhr, die einfach kein anderer hat. Und es ist eure Uhr, weil wir haben es gemeinsam aufgebaut, diese Community, ihr seid Teil des Ganzen. Ohne euch könnten wir diese Uhr nicht mit Breitling realisieren. Und deswegen ist das meine kurze Vorstellung. Ich habe tatsächlich noch ein paar andere Bilder für euch. Hier nochmal ein anderer Wristshot, damit ihr nochmal sehen könnt, wie die Uhr wirkt. Auch hier nochmal in der Kombination mit so einem grauen T-Shirt. I like it. Ich finde viel Luminova drauf, weil es eine robuste Uhr ist, eine Toolwatch, die soll auch im Dunkeln und unter Wasser gelesen werden können. Und das macht hier wirklich viel Luminova aus, große Zahlen. Das Breitling-Schwingen-Logo wird wirklich den einen oder anderen feiern, bin ich mir sicher. Und macht diese Uhr wirklich recht special, wie ich finde. Und ja, dann würde ich euch noch einmal ganz kurz zeigen, hier nochmal ein anderer Shot. Die Lünette besteht aus Kunststoff, da ist so ein Rubber-Inlay drin, was keine Kratzer fängt, sondern wirklich auch sich relativ cool anfühlt. Ist keine Keramik, kein Alu, sondern eben das Rubber, das ist auch bei dem normalen Super Ocean drin, macht die Uhr auch wieder special, weil sonst hat keiner diesen Kunststoff-Inlay, soweit ich weiß. Keramik, Alu sind da eher gängig oder jetzt Saphir häufig mit Lünetten, aber die Art gibt's dann doch eher selten. Und ja, finde ich alles in allem echt, echt eine schöne Uhr. Im Nachgang oder jetzt gleich packe ich euch gerne den Link hier rein. Dann könnt ihr da eure Anfrage stellen, falls ihr Interesse habt. Ich hoffe, dass euch das gefällt und ob es Spaß macht. Erzählt mal, was schreibt ihr noch so rein? Genau. Ist normaler Breitling-Preis tatsächlich, das ist so UVP, wie wir es von Breitling bekommen haben tatsächlich. Und ja,
fairer Preis für so eine stark limitierte Uhr. Genau so ist es. Das ist mit 100 Stück, das ist nicht viel. Und ja, ich glaube, one of 100 und das auch noch mit einer Zahl drauf, das ist schon special. So, ja, stark. Kaufst du dir selbst auch eine? Ich bin noch unentschlossen. Aktuell bin ich noch in der Honeymoon-Phase mit meinem anderen Diver und ich empfehle meistens meinen Kunden, nicht einen Platz doppelt zu besetzen. Aber da die Geschichte dahinter eigentlich recht special ist, glaube ich, dass die tatsächlich ihren Weg in meine Sammlung finden muss. Alleine wegen den Erinnerungen. Also das ist eine relativ turbulente Zeit auch, muss ich sagen. Das Wachstum ist einfach eine Zeit in meinem Leben, die ich wahrscheinlich nicht mehr missen wollte. Und ja, ist eine gute Erinnerung. Wobei mich eigentlich alle meine Uhren tatsächlich an die Zeit erinnern. Ja. Hammer. Ich stehe auf jeden Fall auf der Liste. Das steht fest. Zu Schwingenlogo-Sektion gehöre ich dann wohl auch, aber leider nicht meine Preisklasse momentan leider. Ja, das, ja. Auf jeden Fall sind die Schwingenlogos sehr, sehr nice. Ja. Ist halt eine Breitling, genau. Die kostet schon 3,k. Absolut, absolut. Ja, was geht sonst so bei euch? Ich hoffe, dass die Farbe, dass die Kombination, dass die Uhr euch gefällt. Ich hoffe, dass ihr ja, euch so ein bisschen darin wiedererkennen könnt, auch dass ihr sagt, hey, wie, das ist eine besondere Farbe. Das ist echt eine besondere Farbe. Findet man so nicht. Wenn ihr eine Uhr kennt, die in dem Farbton gehalten ist, dann sagt auf jeden Fall mal Bescheid. Die Kombination, ich glaube, die kommt. Grün, schwarz. Schwarze, grüne Lünette, schwarzes Blatt gibt es schon häufiger. Grüne Lünette, grünes Blatt gibt es häufiger. Aber in der Kombination habe ich auch tatsächlich noch nicht so viel gesehen. Und ja, genau. Ich hoffe, musst du deinen Körper verkaufen. Mach's nicht. Bisschen sparen. Bisschen sparen. So. So, du bist fertig mit Tränen wegwischen. Das freut mich, dass sie nicht so sehr enttäuscht hat. Das freut mich, die Farbe. Ja, oder tausch das Surfbrett ein. Aber dann, was machst du da mit dem Surfboard Gripwachs? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Was habe ich noch? Habe ich noch irgendwas vergessen? One-off, perfekter Begleiter, Schwingenlogo. Ja. Große Indizes, Seagreen. Es ist eine Special-Uhr. Und ich stelle euch gleich in die Videobeschreibung tatsächlich den Link, unter dem ihr anfragen könnt. Und dann gucken wir mal auf, hoffentlich, also aktuell sind die Zimmer, die Nummern alle noch frei. Deswegen schießt los und dann hoffe ich, ja, dass wir die langsam aber sicher gefüllt kriegen, die Liste, und auch einige Community-Uhren schon nächste Woche vielleicht als Altair Weekend-Wristshot sehen können. Das wäre der Knaller. Also auf den ersten Altair Weekend-Wristshot mit der Uhr freue ich mich. Ich werde ihn jetzt nicht einfach so heute machen, sondern das muss jemand aus der Community sein. Vergesst den nicht, den Altair Weekend-Wristshot, seid auf jeden Fall dabei. Wir featuren einige davon auf unserem Insta-Kanal. Der Severin launcht am Montag wieder einen neuen Sekundenstopp, wo wir auch wieder einen sehen werden. Und ich bin gespannt, was ihr so, ja, postet unter dem Hashtag, würde ich mich sehr freuen. Und wie gesagt, wenn ihr Interesse an der neuen Breitling habt, dann guckt gleich in die Videobeschreibung und ja, stellt eure Anfragen ganz entspannt und dann kommen wir auf euch zu und können uns zu der Uhr austauschen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Jetzt ist es ein bisschen früh. Ihr könnt gerne noch ein paar Fragen stellen, wenn ihr wollt. Ah, coole Frage. Welche Firmenfarbe hat Altair? Aktuell sind wir da relativ flexibel tatsächlich noch. Also gerade unsere Corporate Identity auf der Website ist eher schwarz-weiß und ein Ticken grau, die wir hin und wieder nutzen als Farbe. Daher ist da noch keine konkrete Farbe festgehalten. Vielleicht wird es das Grün. Vielleicht übernehmen wir Grün. Ob es jetzt genau das Grün wird, weiß ich nicht. Das kann ich auch selber alleine nicht entscheiden. Aber müssen wir mal gucken. Wenn ihr Vorschläge habt, haut gerne raus. Der Manfred schreibt, er wartet, bis die alte Navi-Timer kommt. Ja, das wäre special. Müssen wir mal gucken. Wär ein Navi-Timer mit einer grünen kommt, mit einem Grünstich cool? Was würdest du dir da wünschen? Was für eine Kombination? Danke dir, Marco. Freue mich sehr, dass dir dieses Video gefallen hat. Mit dem Altair-Logo noch wertiger. Auf dem Blatt oder würdet ihr einen Altair-Schriftzug auf den Boden machen? Was wär da euer Favorit? Ich weiß nicht. Ich persönlich bin ja ein Freund davon, das Blatt clean zu halten. Und dann vielleicht eher aufs Gehäuse. Ich weiß es nicht. Haut gerne mal raus, was ihr da sehen würdet. Haben wir ein Foto vom Kautschukband?
Ja, und zwar zeige ich euch das jetzt mal ganz schnell. Teile ich hier gerne nochmal. Bumm, bumm, Cursor, hier. Hier seht ihr die Kombination. Das ist einmal das Econylband. Hier seht ihr es an der Super Ocean mit dem, von Kelly Slater. Und hier unten seht ihr einmal das Kautschukband. Das nehmen wir dann in schwarz dazu, passend zu der Lünette. Das Econylband ist auch so eine Schwarz-Grün-Kombi. Das Econylband kostet selbst 140 Euro. Und das Kautschukband, Moment, hier seht ihr die Uhr nochmal. Das Kautschukband liegt bei... der Dornschi ist auch bei 120 Euro, also insgesamt Bänder im Wert von 260 Euro, die sich auch einfach hier sehr, sehr gut ergänzen. Und das Kautschukband, ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es den einen oder anderen, der eins hat, sehr, 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 sehr geil verarbeitet, schön Breitling rein an der Seite, so eine Doppelfaltschließe, so eine Doppeldornschließe, solid, super, also mir persönlich gefallen die richtig gut und da ist auch sehr, sehr viel Feedback, positives Feedback schon gekommen, sorry. So, war gerade schon am Strand Bilder machen für den Alter Weekend Wristshot. Sehr, sehr stark. Ich wäre auch gern am Strand. Das angekündigte Q&A kommt dieses Wochenende noch. Ich hab hier tatsächlich mit Severin gesessen und wir haben das Q&A aufgenommen. Und auch deine Frage war dabei, Andreas. Die kriegst du auf jeden Fall beantwortet. Wie hast du dich nach dem Studium bei Alter beworben? Ich habe mich gar nicht nach dem Studium bei Alter beworben. Ich habe zwischendurch noch knapp 4 Jahre gearbeitet. Und bin dann ja über einen guten Austausch mit der Geschäftsführung, über freundschaftliche Beziehungen tatsächlich zu Alter gekommen. So. Schriftzug auf dem Boden. Wenn dann auf dem Boden, ja, glaube ich auch. Aufs Case wäre super. Alter L, ja. Das Band ist top. Da ist die Erfahrung. Danke, Bert. Klasse. Alter auf dem Deckel, ja. Also aktuell in der Variante haben wir es tatsächlich noch nicht. Da muss man über den Farbcode erkennen, dass das die Alter-Variante ist, die man einfach nur 100 Mal auf der Welt sehen wird. Nochmal, das ist einfach, finde ich einfach heftig. Das Kautschuk ist wirklich richtig gut. Die sehen beide wirklich top aus. Und ich glaube auch, dass das die Uhr, mit einer Uhr hat man damit 3 Uhren. Diese Econylbänder sind bequem. Es gibt viele Natos, die nicht so bequem sind. Diese Econylbänder sind super, auch Hammer verarbeitet. Und die Kautschukbänder auch. Also damit hat man eigentlich das ganze Set schon voll, weil an so eine Taucheruhr willst du ja eigentlich kein Lederband machen. Deswegen ist das, glaube ich, eine echt gute Kombination. Und Alter-Logo als Pressung im Ziffernblatt im Hintergrund. Ja, das vielleicht so Alter. Das wäre auch cool. Aber ich glaube, dadurch wird die Uhr eben so ein bisschen zu wild. Vielleicht ein bisschen auch, ja, ich weiß es nicht. Muss man mal austesten. Wir haben jetzt den ersten Schritt gewagt. Mal gucken, was da in Zukunft noch kommt. Das ist auf jeden Fall die erste Uhr, die erste Alter Edition von einem Hersteller. Und ich freue mich sehr, dass Breitling das mit uns gemacht hat. Deswegen an der Stelle vielen, vielen Dank für die gute Partnerschaft. Und danke euch allen in der Community, dass ihr ja den Weg so mitgeht und auch ja jemanden wie Breitling mit in die Community lasst und gemeinsam ja so eine Uhr hier vorstellt. So, gerne, Manfred, freue mich, dass du dabei warst. Euch auch ein schönes Wochenende, wenn ihr raus seid. Und Frage Holger, Alter limitierte von verschiedenen Marken. Wir wollen das aufbauen. Wenn das jetzt funktioniert, ich meine, wenn ihr sagt, nee, zu nischig, ganz völlig am Thema vorbei, dann machen wir das wahrscheinlich nicht so häufig. Aber grundsätzlich, wir sind auch schon da im Austausch und oder auch intern überlegen wir uns, welche Modelle könnten sein. Was könnte gut ankommen und wie sollen die Uhren später aussehen? Logo auf die Krone, das ist auch cool. Also aktuell hat die Krone ein Breitling B, das heißt, da müsste dann ein Alter A drauf, ja? Finde ich keine schlechte Idee. Oder ich hatte auch überlegt, ans Ende des Sekundenzeigers, auf das Gegengewicht, dann so ein A, wäre auch cool, hätte auch Stil. Déjà-vu, Teleshopping, es sind nur noch 90, 88, nur 100 Mal auf der Welt, 3 Uhren, Bände, du steigerst dich voll rein, alles klar, ich lasse es bleiben, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, danke für das direkte Feedback, I love it. Bleibt gesund, passt auf euch auf, genießt eure Uhren und ja, danke fürs Einschalten, macht's gut.